Hi Leute, hier ist Highcarb Christian. Ich wollte euch einmal meine Tipps auf den Weg geben, wie ihr eure Sachen loswerden könnt, wenn ihr gerade am Minimalisieren seid. Denn es wird passieren, dass ihr eure Besitztümer getrennt habt in Sachen, die ihr toll findet, die wie Marie Kondo sagt, Joyce, Sparken, ich habe immer noch kein deutsches Wort dafür, und Sachen, die ihr halt weggeben möchtet, die ihr nicht mehr braucht in eurem Leben. Und das kann am Anfang ziemlich überwältigend sein bei den ganzen Optionen und Möglichkeiten, die da draußen sind. Und ich dachte, ich fasse das mal in einem kleinen handbuchartigen Video zusammen. Generell gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, seine Sachen wegzugeben. Ihr könnt eure Sachen einfach in die Mülltonne schmeißen, ihr könnt zum Wertstoffhof fahren, ihr könnt sie verschenken, ihr könnt sie direkt an Freunde geben, ihr könnt sie verkaufen. Und ich denke, ich roll die Sache mal von hinten auf, denn verkaufen ist das, was wir mit den meisten Sachen wahrscheinlich machen werden. Kleidung zu verkaufen ist noch relativ einfach. Das kommt immer darauf an, in welchem Zustand die Kleidung ist. Also so eine gebrauchte Unterhose, das dürfte irgendwie selbstverständlich sein, dass man die nicht verkaufen würde, sondern in die Altkleidersammlung geben würde. Aber wenn es um Sachen geht, die noch wirklich tragbar sind, dann ist meiner Meinung nach immer Kleiderkreisel der erste Anlaufpunkt. Da kriege ich auch viele von meinen Sachen hin. Also es ist einfach ein Verkaufsportal, da kann man Sachen kaufen, Sachen verkaufen. Und die verlangen keine Verkaufsgebühr mehr, so wie ich das jetzt verstanden habe. Eine Zeit lang war das so, aber inzwischen ist es wieder kostenlos. Und ich mache das so, wenn ich den Preis festlege. Also ihr macht halt, das funktioniert so, ihr macht halt Fotos von euren Sachen und eine Beschreibung und stellt das dann rein, dann müsst ihr einen Preis festlegen in der Regel. Und ich gucke einfach, wie viel andere Leute für einen ähnlichen Artikel verlangen oder sogar für den gleichen Artikel und verlangen dann das Gleiche. Oder wenn ich es wirklich schnell verkaufen möchte, setze ich den Preis dann im Vergleich dazu 10 bis 20% runter. Das geht dann immer relativ schnell. Ihr könnt eure Chancen noch steigern, wenn ihr die Sachen parallel, zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen reinstellt. Das eignet sich dann vor allem, wenn es halt ein bisschen hochpreisigere Sachen sind, die auch öfter gesucht werden, als vielleicht einfach ein No-Name-Sweatshirt oder ein Sweatshirt von H&M, sondern weiß nicht, irgendwas von Tommy Hilfiger oder so. Die Sachen könnt ihr dann auch gut auf eBay Kleinanzeigen loswerden. Bücher, CDs und DVDs ist auch noch was, das kann man relativ schnell abkanzeln. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, aber das, was ich immer am liebsten mache, ist Momox oder Rebuy. Ganz einfach, weil es verdammt einfach ist. Das funktioniert einfach so, wenn ihr ein Smartphone habt, dann habt ihr wirklich den Sechser im Lotto, weil dann könnt ihr euch einfach eine App runterladen. Ich verlinke euch die drunter. Also ich habe ein iPhone, ich weiß halt nicht, wie das mit Android funktioniert, aber ich denke genauso. Bei der ihr dann einfach wirklich durch euren Stapel von Sachen, von Büchern und DVDs und CDs gehen könnt. Und ihr scannt einfach immer den Barcode und der sagt euch genau, so viel Geld kriegst du dafür. Und dann kann man es quasi in so einen virtuellen zu verkaufen Korb tun. Und das würde ich übrigens immer parallel mit den beiden Apps machen. Also ich switch dann immer entweder bei jedem Artikel zwischen Rebuy und Momox hin und her, weil die nämlich teilweise wirklich sehr, sehr unterschiedliche Preise geben. Teilweise kriegt man bei Momox nur 15 Cent und Rebuy gibt einem noch 5 Euro dafür. Und gerade wenn man viel hat, das akkumuliert sich schnell. Oder man geht halt einmal mit der einen App durch den Stapel und dann mit der anderen App durch den Stapel. Dann habt ihr halt irgendwann in der jeweiligen App einen zu verkaufen Korb und dann müsst ihr einen Benutzeraccount anlegen in der App. Ist alles sehr, sehr einfach, ist alles sehr intuitiv und am Ende bekommt ihr dann per E-Mail ein Versandetikett zugeschickt und dann tut ihr das halt einfach alles in den Karton, klebt das Versandetikett drauf, gibt das zum Hermes Paketshop oder zum DHL Paketshop. Und nach einer Woche bekommt ihr eine Rückmeldung, die gucken sich das halt an, ne? Wie ist der Zustand von den Sachen, ihr kriegt eine Rückmeldung, ihr kriegt das Geld überwiesen. Sehr einfach. Viele Leute sagen, man kriegt halt mehr, wenn man bei Amazon verkauft oder bei eBay noch. Aber wenn man halt mehrere hundert oder tausend Artikel hat, ist mir das ehrlich gesagt zu blöd. Da verzichte ich lieber auf das zusätzliche Geld, das ich machen kann, dafür, dass es so viel einfacher ist. Wenn man halt nur ein Computer hat und kein Smartphone hat, dann muss man halt jeweils den Artikel manuell suchen oder diese EAN-Nummer manuell eingeben. Das dauert halt länger, aber es ist im Prinzip immer noch sehr, sehr viel einfacher, als für jedes Ding manuell eine eBay-Anzeige zu erstellen. Bei Elektronikgeräten kommt es halt auch darauf an, was ihr verkauft. Ich persönlich habe bislang nur Erfahrung gemacht mit Sell Your Mac, wo ich meine
Apple-Sachen verkauft habe oder mit Rebuy. Ich finde, die zahlen beide relativ faire Preise, aber da müsst ihr halt auch vergleichen. Das eignet sich dann vor allem für Sachen, die man bei eBay zum Beispiel nicht mehr loswerden könnte, weil die schon mehr Kratzer haben oder so. Dann bekommt man bei Sell Your Mac oder bei Rebuy immerhin noch irgendetwas. Sollten es allerdings Sachen in einem wirklich guten Zustand sein, habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei eBay die Leute eher williger sind, dafür noch einen relativ hohen Preis zu bezahlen. Zum Beispiel habe ich letztens Apple TV verkauft und habe dafür, glaube ich, noch fast 40 Euro bekommen, obwohl das Ding 3 oder 4 Jahre alt war. Das war schon ziemlich erstaunlich. Also da würde ich mir dann wirklich die Mühe machen und eine eBay-Anzeige reinsetzen. Und wenn ihr die eBay-Anzeige einmal gemacht habt, dann kopiert ihr das einfach und macht dann nochmal eine eBay-Kleinanzeigen-Anzeige raus, weil dann habt ihr es auf zwei Plattformen und ja, höhere Reichweite. Bei Möbeln, da kann ich euch wirklich raten, das einfach auf eBay-Kleinanzeigen zu stellen, weil dann einfach jemand vorbeikommt, der sich für das Möbelstück interessiert und er nimmt es mit. Dann habt ihr nicht den Stress, dass ihr irgendwo hinfahren müsst und eventuell, wenn ihr gar keinen Führerschein habt, habt ihr dann eh quasi den Kürzeren gezogen, so wie ich zum Beispiel. Und ja, man bekommt auch noch, wenn die Möbel nicht zu alt sind, auch noch relativ gute Preise dafür. Ich bin jetzt gerade dabei, 2 Jahre alte IKEA-Möbel zu verkaufen und kriege da noch ungefähr 50% vom Neuwert. Das finde ich relativ okay, dafür, dass es halt IKEA ist. Die Sachen sind ja sowieso nicht so teuer und auch nicht so langlebig und auch nicht so hochwertig. Da lege ich den Preis so fest, dass ich einfach den Originalpreis nehme, den durch 2 teile und das auf den nächsten 5 € Wert abrunde. Also wenn dann zum Beispiel ein Teil 100 € gekostet hat, durch 2 sind 50, ich runde es ab auf 45, weil das wirkt dann wahrscheinlich psychologisch so, es sind nicht ganz 50%, es sind nur 45% in dem Fall. Und es kommt halt jemand abholen, das ist super komfortabel. Ihr müsst, wenn es ein größeres Möbelstück ist, es nur vorher einmal zerlegen in den meisten Fällen. Das spreche ich dann halt immer ab. Vor allem, wenn man halt wie ich so ein enges Treppenhaus hat. Aber dann seid ihr es auch relativ schnell los eigentlich. Kleinkram und Dekoartikel, wenn es ein bisschen was Hochwertigeres ist und halt nicht irgendwie so ein Müll von Nanunana, dann würde ich das auch bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Für, wenn es nur so ein Dekogesteck ist, vielleicht 5 € oder so. Das werdet ihr auch los. Irgendeiner findet sich da eigentlich immer. An Freunde geben. Das ist eine super Möglichkeit, nicht nur eure Freunde mal wieder zu treffen, sondern zu wissen, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, ihr das Geld wahrscheinlich garantiert bekommen werdet. Das ja, kann bei eBay mal ja passieren, dass die Leute halt einfach nicht bezahlen. Das ist dann für alle Beteiligten einfach sehr, sehr stressig. Aber bei Freunden hat man das nicht und man kann Leuten was Gutes tun, die gerade einen Artikel brauchen. Hört euch einfach in eurem Freundeskreis um, vielleicht ist gerade jemand am Umziehen oder hätte gerne dies und das und ihr wisst, ihr habt diesen Artikel und dann setzt euch mit dem in Verbindung, schreibt das auf Facebook. Die Möglichkeiten sind endlos. Ich wusste zum Beispiel, dass Vegan Power Girl, ich glaube, das geht da oben mit dem Verlinken, dass sie gerade auf dem Weg ist, alle ihre Sachen zu verkaufen, die sie halt nicht mehr braucht, was schon wirklich wenig ist, weil sie ja schon Minimalistin ist und nach Indien geht und dann hat sie sich überlegt, ob sie irgendwie einen Kindle haben wollte oder einen irgendeinen anderen E-Reader oder ein Tablet und da habe ich gesagt so, hey, ich habe noch meinen alten Kindle, willst du den haben? Und dann habe ich ihr meinen alten Kindle verkauft. Wie gesagt, manchmal ist es der Zufall, manchmal müsst ihr euch aktiv umhören, aber an Freunde zu verschenken, verkaufen, ist auch noch eine relativ gute Möglichkeit. Vor allem, wenn ihr die Sachen dann nicht bei den ganzen vorherigen Optionen loswerden könnt. Verschenken geht vor allem in Großstädten ziemlich gut. Es gibt in sehr, sehr vielen Städten Giftboxen, also Give, wie das englische Wort für geben. Und das, naja, da könnt ihr halt einfach googeln, ob es so eine Box in eurer Stadt gibt. Und dann tut ihr die Sachen einfach da rein und jemand nimmt sich die raus. Vielleicht findet ihr ja was Nützliches in der Box und nehmt es dann für euch mit. Tut nur bitte einfach keinen Müll rein, von dem ihr wisst, dass das wirklich wahrscheinlich niemand haben möchte, also irgendwie zerrissene Kleidung oder so. Nein, also die Giftbox in Bochum sieht manchmal dementsprechend aus. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, weil das halt nicht der Hintergedanke des Konzeptes ist. Das gleiche gibt es auch meistens für Lebensmittel, also ein Lebensmittelverteiler, ein Food-Verteiler.
Manchmal ist es noch so wortspielmäßig gemacht, dann nicht fair mit VER, sondern mit FAIR, ne? Guckt da auch im Internet, lässt sich eigentlich relativ schnell finden. Einige Leute machen es sogar so, dass sie eine Box nehmen und da einfach zu verschenken draufschreiben und das vor ihren Hauseingang stellen. Wenn ihr eine Mietwohnung habt, würde ich das auf jeden Fall vorher mal mit dem Vermieter absprechen. Nicht, dass ihr da Ärger bekommt, weil ihr da irgendwie auf ja, irgendwas macht, was der Vermieter nicht will. Da einfach vorher kurz nachfragen oder so. Wenn ihr wahrscheinlich bei der deutschen Annington oder jetzt heißt es ja Vonovia mietet, dann wird es wahrscheinlich schwieriger sein, da überhaupt jemanden an die Leitung zu bekommen. Ansonsten stellt es halt, probiert es einfach, dass ihr es abends einmal rausstellt und guckt, ob da morgens jemand was rausgenommen hat. Also über Nacht habe ich schon gehört, dass das erstaunlich schnell geht. Alles, was irgendwie kaputt ist, aber noch verwertbar ist, wie zum Beispiel altes Geschirr oder so, muss neuerdings, oder ich weiß nicht wie neuerdings, aber es muss jedenfalls ein Wertstoffhof. Tassen gehören zum Beispiel, also so Porzellantassen oder Keramiktassen, das kommt alles auf den Bauschutz, so wie ich weiß. Die nehmen auch alte Farben an, also so, ja, alte Farbdosen mit Wandfarbe wird wahrscheinlich jeder im Keller haben, vermutlich. Oder alte Teppiche oder sowas. Wenn ihr kein Auto habt, guckt, ob eure Gemeinde einen Abholservice anbietet. Bochum macht das zum Beispiel. Und ja, dann stellt ihr einfach in einem Termin alles raus und dann wird es weggenommen und ihr müsst euch nicht mehr darum kümmern. Yay! Ja, in diese Kategorie fällt eigentlich alles, was nicht in die obigen Kategorien fällt, was dann, nachdem ihr das wirklich gründlich gemacht habt, nicht mehr viel sein sollte. Es wäre jedenfalls schön, wenn das nicht mehr viel ist, aber achtet auch darauf, dass vieles, was man einfach so in den normalen Hausmüll schmeißen möchte, eigentlich auf den Wertstoffhof kommt. Also Elektrogeräte dürfen ja zum Beispiel nicht mehr in den Hausmüll, aber es dürfen auch Sachen in den Hausmüll, von denen man gar nicht wusste, dass sie in den Hausmüll dürfen. Zum Beispiel bestimmte Medikamente oder so. Ich hoffe, euch hat dieses Video was gebracht. Wenn ihr noch andere Möglichkeiten kennt, Sachen loszuwerden, wenn ihr gerade am Minimalisieren seid oder generell loszuwerden, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare, dann können wir alle davon profitieren. Ich wollte euch auch auf meinen Tumblr-Account hinweisen. Das hat einfach den Hintergrund, nicht weil das jetzt so modern ist und alle High-Carb-Veganer einen Tumblr-Account brauchen, sondern ganz einfach, dass ich einfach furchtbar darin bin, E-Mails zu beantworten. Also wenn ich irgendwelche E-Mails von euch nicht beantworte, dann liegt das nicht darin, dass ich euch hasse oder so. Also doch, bei manchen E-Mails schon, aber bei den meisten E-Mails nicht. Sondern dass ich einfach irgendwie irgendwo den Überblick verliere und dann ist das alles blöd. Und ich finde es halt auch blöd, wenn ihr mir eine Frage stellt und dann, wenn sie aber alle betrifft, muss ich nochmal ein Video drüber machen. Wenn ihr mir einfach auf Tumblr schreibt, das geht auch komplett anonym, ihr müsst euch keinen Account anlegen. Dann könnt ihr dann anonym auch oder halt nicht anonym eine Frage posten. Ich kann sie beantworten und wir alle können die Antwort lesen und wir alle können von den Antworten profitieren. Wenn es irgendwas Unangenehmes ist, dann schreibt mir weiterhin eine E-Mail, aber ich garantiere nicht für den Erfolg. Es tut mir wirklich leid. E-Mails sind irgendwie nicht mein Medium. Jo, wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag.